Käsemaschine. Ja. Ach so, ja. Das Erz, das wäre ja noch gut zu holen, ne? Erz. Nehmen wir das so. Ich habe ja nur gerade ein Schaf und ich sehe da keine Notwendigkeit drin, dies auch anders zu tun. Oh, was mache ich denn hier? Ich glaube, ich gehe wirklich. Ich hätte am Samstag, also morgen, aufnehmen sollen. Ich bin wieder so hutzmüde nach 8 Stunden. Na gut, eigentlich waren es 10 Stunden, wenn man mal das einen weglässt. Und die Pausen mitbrechen. So. Aber zumindest kann ich dann an dem Samstag was davon uploaden. So. Ich werde dann jetzt gleich wieder so einen kleinen Cut machen. Die Folgen werden auch immer kürzer, seht ihr das? Nee, ist nicht mit Absicht, aber im Moment echt. Ich habe 2 Wochen habe ich Prüfung, also letzte Prüfung. Dann bin ich soweit wie fertig und dann muss ich mich auch erstmal an 5 Tage arbeiten die Woche gewöhnen. Vorher habe ich ja noch Schule dazwischen gehabt. Und ja. Ich hoffe, ihr versteht das. So. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harvest Moon. Ja, wir sind wieder zurück auf unserem Bauernhof. Ja, und liegen gleich mal los, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe beim letzten Mal. Ich glaube, wir hatten sogar alles schon erledigt. Man hört es vielleicht doch noch, ich bin so noch so ein klitzekleines bisschen, bin ich angeschlagen von meiner Erkältung. Und der macht hier wieder nicht alles. Ich glaube das nicht. Alles muss man selber machen. Mann. Unfassbar hier. Dem kann ja hier der nette Chef nicht ganz arbeiten. So, die letzten 4 Felder, die schaffst du ja wohl noch. So, wo war ich stehen geblieben? Ja. Ich hatte eine schöne Erkältung. Braucht man ja immer am Sommeranfang, besonders bei diesen Wetterumschwingungen, mal Regen, mal viel Sonne. Ist eine gute Kombination, auf jeden Fall. Und sie hat mich auch gleich erwischt. Und deshalb konnte ich halt auch nichts aufnehmen, weil meine Stimme war dementsprechend richtig im Arsch. Ups. Jetzt geht es natürlich so ein bisschen, aber vorher ging es gar nicht. Von Dead Space hatte ich vorher ja noch so ein bisschen was im Petto. Ja, ich glaube, da hatte ich 1,5 Stunden oder so aufgenommen oder 1,10, keine Ahnung. Ich fühle mich besser, jawohl. Hui. Ja, und es kommt, wie es kommen musste. Harvest Moon konnte ich ja nicht aufnehmen, also fiel das aus. Gut, die sind noch da. Na, ihr Strolche, ihr. Gras ist okay. Wir hatten beim letzten Mal ja hier unsere liebe Angie trächtig gemacht, ja. Ich sage lieber trächtig. Und ich gucke auch demnächst mal, wenn das Schaf nochmal Wolle hat, dass ich da dann nicht direkt alles abschneide, sondern direkt erstmal die Schafspille gebe. Kann ja nicht schlecht sein. Wie verkehrt kann ich da schon sein? Ich kann ja nochmal 3000 verballern, also ist so, wie viel haben wir denn? 34.000. Ich glaube, wir hatten uns da gerade so eine Maschine gekauft, ne? Das hatte ich in der letzten Aufnahme noch so kurz vorm Schluss, hatte ich das so, glaube ich, gemacht. Ich glaube, das war so eine Käsemaschine. Aber ich weiß es gar nicht. Ich hatte auch zugegebenermaßen die ganze Zeit meine Ponys vergessen. Mein Pony vergessen. Ist natürlich auch relativ schlecht. Wir müssen gucken, dass wir hier unsere Hühner wieder gesund kriegen.
wäre schlecht, dass sie wir verkaufen müssen, sollten. Oh weh, ihr kriegt das nicht hin, wa? Yep. Ali, hallo Hündelein. Unkraut ist ja auch natürlich wieder vorhanden. Tja. Und so genießen wir die letzten Herbsttage, ne? Denn schon im nächsten Monat ist ja wieder Winter und da ist ja wieder wenig los. Ihr wisst ja, was ich meine. Ups. Das ist dann die schön ruhigste Zeit. Und wahrscheinlich auch der letzte Winter von dieser Aufnahme hier. Ich hatte ja gesagt, ich mache dann nur noch, bis das Kindchen da ist. Und halt dann noch ein paar Tage mehr, damit man sieht, falls das Kindchen irgendwas macht. Falls es überhaupt was macht. Und damit man es so ein bisschen sieht. Yep. Ey Mann, dass ich das nicht hinkriege. Das nervt so ein bisschen. Ein kleines bisschen Inkompetenz muss ja auch mal sein, ne? Auch wenn ich es nicht gerade gerne habe. Jetzt immer schön dran denken, immer füttern, immer füttern. Ich habe das wieder vergessen. Ja, das klappt doch super. Hm. Warum wackelt denn jetzt mein Mikro so? Hm. Komisch, komisch, komisch. Jetzt habe ich natürlich Unregelmäßigkeiten in der Ernte. Das ist natürlich auch eher schlecht als recht. Habe ich denn? Gießen dauert noch 4 Tage. Ernten 5. Na gut, damit kann ich leben. Solange ich dann nicht am letzten Tag noch ernten muss, dann geht das Ganze. Bom. Machen wir hier auch noch ein bisschen Holz hacken. Holz kann man ja nie genug haben. Vor allen Dingen nicht nach unseren vielen Bauprojekten. Und ich war beim letzten Mal etwas arg verpeilt. Also ich habe nicht gedacht, oder ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schlimm wird, ja. Es tut mir leid, dass ich euch diese Folge vorgesetzt habe, aber ich hatte es besser in Erinnerung, als es dann letztendlich war. So könnte man es ausdrücken. Ja, so war es dann auch. Boah. Ich will gar nicht zählen, wie oft ich da gegähnt habe. Meine Mutter kümmert sich um das Geschäft, mein Bruder um die Hühner. Ja, mach mal. Erstmal ein kleines Bad. Hier kann man gar nicht das Menü öffnen, quasi. Könnte ich natürlich nochmal. Ich könnte ja natürlich sagen, ich gehe jetzt nochmal zurück zu zum Supermarkt. Ah ne, dienstags hat der glaube ich eh zu. Oder ich gucke gleich einfach mal nach. Verpack so ein Täfelchen Schokolade und sage, hier Anne, kannst du hier was haben. Damit es ihr gut geht, ne? Kommt uns ja nur zugute. Und wer weiß, wann das Kindchen kommt. Also, ich habe wirklich keine Ahnung. Laut Guide sind es 3 Monate. Aber der Guide, auf den ich letztes Mal gehört habe, der hat auch schon was ganz anderes gesagt. Dass zum Beispiel 20 Tage lang, oder was war das, 10 Herzen oder so haben muss. Oder, nee, ein rotes Herz haben muss. Damit sie denn schwanger wird. Und letztendlich waren es dann weniger. Meine ich. Ich habe natürlich jetzt nicht nachgezählt, also. Das, habe ich nun nicht. Oh wei. Der Supermarkt ist zu. Ja, meh. Könnten wir gerade nochmal eine kleine Inspektion machen. Und hier mal Ellie. Du siehst so froh aus, Sophie. Ich muss lächeln, wenn ich dich nur sehe. Hehe, jawohl.
Ellie macht sich zu viele Sorgen um mich. Moment, muss ja hier sein. Ja, bitte. Ich fange jetzt mit der Untersuchung an. Okay, Mund aufmachen und A sagen. Ah, ist das möglich? Nein. Aber ist das interessant. Okay, Untersuchung beendet. Hier der Bericht. Deine Ausdauer ist etwas niedrig, aber du hast keinen Energieverlust. Also sollte es kein Problem sein. Eine Flasche Turbo-Schub wäre am besten. Aber eine gute Mütze Schlaf und viel gutes Essen tun es natürlich auch. Turbo-Schub, was würde mich das kosten? Wie ist sie? Also gut, welche Medizin möchtest du? Turbo-Schub! What the fuck? Nee, also 1000 bezahle ich nicht dafür. Ist ja Wucher. Ihr macht mich ja zum Bettler, ey. Ich gehe in die Klinik, ich habe Bauchschmerzen. Ach, kriegst du auch ein Kind? Wäre mir aber neu. Ja. Schade, dass wir kein Event mehr haben gerade oder so. Was ist los? Jawohl, immer wenn ich anfange zu arbeiten, wird mein Vater böse und sagt, ich soll mich ausruhen. Ja, ist auch klar. Wo ist der gerade? Ah. Ich koche gerade, achte auf die Flamme. Ich bin beschäftigt, warte draußen auf mich, okay? Ja, ja. Also gerade ist hier ja so ein bisschen tote Hose, möchte ich meinen. Dann mal hier. Hallo Sophia, schönes Wetter, oder? Jawohl. Immer noch schönes Wetter, yo. Ich würde sagen, wir legen uns erstmal hin, aber erstmal kontrolliere ich hier die Arbeit von diesem Gnom. Das kann doch nicht wahr sein. Werd wach. Du hast noch Arbeit vor dir. Ich kann doch hier nicht alles für dich machen. Mann. Mann, 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 Mann. Gehen wir mal wieder pennen. So langsam möchte ich auch, dass Winter kommt. Mal so eine andere... so ein anderer Hintergrund, sag ich mal. Außerdem kann ich es nicht mehr sehen, wie dieser Aqua da mit dem Wasser rumspielte. Morgen wird es kalter und ein regnischer Tag. Ja, habt ihr verstanden, nicht? Morgen soll's regnen, einfach nur regnen. Ja, das nenne ich doch meine Ernte. Oh, dann kommt da bestimmt noch was am letzten Tag auf dem Chef zu. Aber von mir aus kann er sich ruhig mal so ein bisschen Mühe geben, ja? Und nein, ich sage nicht, dass der Chef faul ist. Ich sage einfach nur, dass er da noch mal gut ran muss, ne? Also, nicht falsch verstehen. Das meine ich natürlich nicht. Er ist auf jeden Fall fleißiger als Aqua. Jetzt noch abzapfen. Theoretisch könnten wir uns dann auch noch die letzte Maschine. Oh, ich hatte. Ja, sie da. Total in Gedanken versunken diesmal. Aber diesmal lasse ich es nicht so ausarten wie beim letzten Mal. Wenn ich jetzt überhaupt einen kleinen Andrang von Müdigkeit verspüre, werde ich einen kleinen Cut machen. So dass ihr es nicht merkt. So. Und jetzt gehen wir noch zu den Hühnern. Gras ist noch nicht gut. Und dann machen wir das Ganze mal so. Ich denke mal, laut meinen Berechnungen dürfte das Kindchen so im Frühling, Sommer da sein. Wenn alles stimmt, was ich mir da so ausgerechnet habe. Es war ja... so, im Sommer war es da. Ah, verdammt.